Yo, ich fahr den Bus und ich fahr nach Haus. Ey, yo, ich baue mal ein kleines Haus. Ey, scheiß auf deine hässliche Fratze. Ich hasse alle weltweiten Katzen, die Bitches. Nein. Was soll ich sagen? Ich bin mal wieder hier unterwegs. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf diese Scheiße mit dem blauen Hemd gehabt. Also jetzt erstmal kommt hier die Mucke aus, die Scheiße. Wieso kann man in Computerspielen, die offensichtlich eh scheiße sind, die Mucke nicht leiser stellen? So, aus. Moin Mädels. Moin Jungs. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, falls ihr dieses Video in eure Abi-Box reingespült bekommen habt, dann gebt mir ein Hell yeah in den Kommentaren. Falls ihr dieses Video empfohlen bekommen habt, gebt mir ein Oh Baby in den Kommentaren. Und falls euch ein Kumpel gesagt hat, ey, guck dir die Scheiße an, Karl hat mal wieder Bus-Simulator gespielt, dann gib mir ein scheiß Miau. Ich werd's bereuen, ich weiß. Ich habe einen Kompromiss gefunden. Scheiß Bus-Simulator 21 haben wir jetzt 2000 Jahre gespielt. Übrigens, danke an die Jungs und Mädels, die mir schön Bilder von ihren eigenen Gameplay geschickt haben, wo sie mit meinem Bus gehen rumfahren. Hier, Alex, arbeite mal für dein Geld. Schieb mal einen schönen Screenshot von meinem Bus rein. Ja. Ja, da könnt ihr mal, ja, super. Ich hab jetzt aber diese blauen Hemd, scheiße, und Katze ist blöd und bipapo, hab ich jetzt heute keinen Bock. Nicht early. Aber wir fahren jetzt trotzdem wieder Bus. Und zwar im Bus-Driver-Simulator. Ich hab gehört, das soll ein Riesenspaß werden. Ansonsten bin ich Escape from Tarkov süchtig. Vielleicht die ein oder andere Person ist auf Twitch schon mitbekommen. Ja, ich brauche Hilfe. Bitte helft mir. So. Sound wieder an. Fantastische Grafikqualität. Das ist mal innovativ. Die meisten schreiben hier mit nur scheiß Ultra rein. Aber wenn es fantastisch aussieht, dann muss ich sagen, bin ich schon direkt entzückt, nicht wahr? Willkommen beim Spiel. Brustdriver. Ich überlege gerade, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Busdriver Simulator, würdest du gerne mal wissen, wie es sich anfühlt, im Sitz des Busfahrers zu sitzen? Nee, die Scheiße habe ich schon 100-mal durch. Ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, wie der Lachs läuft. Verstehst du das? Wenn du das Spiel mit der Maus und der Tastatur steuerst, kann du die Kamera. Komma, kein Leerzeichen kann. Ich kann nicht. Hier. Da oben. Hier. Da. Ja, hier ist noch ein Mikro. Ah, es geht los! Ja, auf jeden Fall ist es falsch geschrieben. Das wollte ich eigentlich erwähnt haben. Kann du die Kamera am Mauszeiger mit Backspace klicken drehen? Das ist hier wieder eine absolute Goldgrube, in der wir uns bewegen, meine Damen und Herren. Ich sehe es jetzt schon. Ah ja, ich setze fort. Du kannst die aktuelle Kamera durch Drücken von C wechseln. Ah, süß. Süß. Macht der Ronaldo immer. So. Die Fahrgastraumkamera kann durch Drücken der Pfeiltasten bewegt werden. Wir befinden uns auch hier noch offiziell im Fahrgastraum, meine Damen und Herren. Dieser Bus ist breiter als Tim Wiese in seinen besten Jahren beim Wrestling. Junge, da ist auch die Welt zu Ende. Die Erde ist eine Scheibe. Was ist das hier? Guck mal, da sind wir. Wir sind aber auch cool unterwegs, muss ich sagen. So ein Shirt habe ich auch, aber in schwarz. So, fabelhaft. Der Motor läuft nun. Er lässt sich mit der gleichen Taste wieder abschalten. Das ist richtig. Versuchen wir nun, das Licht anzuschalten. L-Taste. Achso, L. Jut. Schalten Sie nun das Innenraumlicht. Ja, ich drücke K. Das war's mit dem Licht. Denk daran, das Licht ne... Ey, ich war noch nicht fertig mit dem Satz. Ich bin scheiße. Drücke die Sprachentaste, um die Hupe zu betätigen. Junge, ich habe wirklich Sprachentaste. Ich bin einer der dümmsten Menschen auf diesem Planeten. Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zeigers drückst du die Speckspace. Die Speckspace-Taste, Junge. Ich bräuchte die auch mal, die Speckspace-Taste, damit der Speck mal ein bisschen flattert, weißt du? So, Backspace. Versuche nun, diese kurze Route mit 3 Stops zu fahren. Versuche nun, die große Karte zu öffnen. Drücke die M-Taste. Ich hab's geschafft, super. Fahre jetzt los, bis zur nächsten Haltestelle. Schau auf die Tafel an der Windschutzscheibe die Namen der 3 nächsten Haltestellen, die auf der Napazetten dort notiert. Bushaltestelle 1, 2, 3, super, klasse. Das steht hier. Na, dann müssen wir mal transformieren hier wieder die Scheiße. Start die scheiß Murmel. Wir sind schon zu spät. Na, noch nicht ganz. Wo ist denn hier die scheiß Haltestelle? Also grafisch, muss ich sagen, ist das Spiel absolut fantastisch, ne? So, mit F. Oh, mit der F-Taste. Junge, was kommen da für Leute rein? Warte, bis alle Fragen ist eigentlich auf der Tafel. Da bin ich... Oh, Junge, ich kann doch nicht lesen. Das will ich doch nicht lesen. Ist das nicht ein bisschen eng für euch, Freunde? Das zieht... Junge, was machen Sie damit? Ja, das muss nicht sein, ne? So, beim Reinfahren in den Kreise. Junge, also diese Grafik in diesem Spiel ist absolut fantastisch. Da haben sie keine Kosten und Mühen gescheut. Aber was ist das hier für eine Kurvenlage? Junge. Ja, passt. Mann, dieser scheiß Text da oben! So, ich muss Rückwärtsgang einschalten.
Ja, fährst du zur letzten Haltestelle, um die Route zu beenden. Alles im Load auf dem Boot. Alles im Boot in der Mutter. So, fortsetzen. Juhu, D-Klasse. Gut. Jetzt kommt wieder die Scheiße. Gut, dann spielen wir eine Karriere. Im Karrieremodus steht dir die ganze Stadt zur Verfügung. Du kannst Bus und Ziel frei wählen. Verdiene Geld mit der Beförderung von Fahrgästen, kauf neue Busse und Upgrades. Ah ja. Das machen wir mal nicht, ne? Das machen wir mal. Und das machen wir. Wir gehen nach Köln. Hallo? Busse. Ah ja, jetzt kostet der Preis 5000. Jetzt wird's interessant hier unten. Hier kommen die fetten Geschosse. Dann kaufen wir den. Cool. Rude wählen. Ja, nehmen wir. Krankenhaus Moltkessel. Gibt's hier nicht auch Ehrenfeld in Köln? Ehrenfeld. Radertal. Nippes Pesch. Warte mal. Nippes Paul. Esch, Pesch und Karl. Überall. Jeder Fans vom FC Köln. Köln. Ja, du weißt schon. Scheiß Handbremse und los. Ey. Alter, wie viele Leute wohnen hier in dem Bus? Junge, der Lachs ist schon richtig voll. Wie viele Leute kommen da noch? Junge, der Bus ist so voll. Der Bus ist voller als ich an Silvester. Guck dir die Scheiße an hier, du. Junge, der ist aber pumped. Der hat richtig Muckis. Aber guck mal. Ey, wer drückt denn da? Kollision mit einem Auto? Junge, was fährst du mir denn hinten rein, du Lappen? Ist die Pfanne heiß oder was? Ich glaube, die Tür ist noch auf. Ja, egal. Da unten rechts, das ist so unscheinlich. Da ganz unten, guck mal da hinten, da ist die Minimap. Junge, das sieht doch keiner. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es ja aber nicht, oder? Oh, hoppala. 100 minus? Das ist eine absolute Frechheit. Oh, ich sehe halt die Stelle. Ach, guck mal, die Tür ist noch offen. Da können sie gleich direkt rein. Ja, super. Die Murmel wird immer nur voller hier. Guck dir die Scheiße an. Wir sind sowas von ausgebucht. Die muss schon stehen. Die müssen schon stehen. Aber das sieht gut aus auf dem Konto, oder? Wir sind hier. Oh, komm, wir können uns noch Fehltritte erlauben. En masse. Nee, schnell, schnell. Ist noch gelb. Oh, Scheiße. Junge, den geht's nicht gut. Du Zombie, verpiss dich von meiner Straße, ey. In 0,16, 0,16 sind wir am Ziel, wo muss ich lang? Ah, ich muss nach links, die Scheide, Scheiße. Diese Versprecher passieren tatsächlich nicht absichtlich, ich bin sehr dumm. In meinem Kopf passieren dumme Dinge, ich bin dumm, ja, so ist es halt. So, jetzt, stopp, stopp! Ey, du Ruderflitzer! Das meine ich, ich bin die Straße! Hallo! Oh, das ist lecker Pizza! Leckere Pizza! Oh, leckere Pizza. Also, ich bin jetzt sehr ehrlich. Die quetschen sich hier rein. Das Ding ist rappelvoll. So. Ah, was haben wir? Ist das der Dom? Soll das der Dom sein? Oh, jetzt. Ah, na gut, wir nehmen nochmal die. Oh, es ist grün. Walla! Wir haben die ganze Mechanik hier verkehrstechnisch ausgetrickst. Wahnsinn. Warum schickst du mich in den Bus rein? Katze, 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 Katze. Scheiß Katzen. Ihr gehört auf meinen Tell. Und was ist mit dir los? Wie groß sind deine Hände? Wie lang muss dein Ding. Weiß ich theoretisch. Ich habe kleine Hände. Können damit machen, was er wollen mit der Info hier. So, Was ist mit ihm denn los? Vollidiot! Oh, grüne Welle, grüne Welle, grün, grün, grün. Ab jetzt wird nicht mehr hier bremst, egal was mit der Ampel passiert. Jack Weindepot. Oh, das heißt eigentlich Jacques, ne? Das Weindepot heißt eigentlich Jacques. Von welcher Parade kommst du denn? Von welchem Rave bist du ausgebrochen? Aber du hast einen krassen Pornoschnauzer in der Fresse, muss ich sagen. Ich habe übrigens 25 Euro. 25, ich wiederhole. 25 Euro für diese fantastische Grafik ausgegeben. Ich freue mich. Ich sag's, wie es ist. Steht ja hier der nächste Freak. So, wo müssen wir lang? Ah, wir sind eh nach rechts. Supi. Ja, da müssen wir nicht blinken, ne? Ist Verkehrsregel. So, ansonsten müssen wir hier gleich links. Aber was ist das denn für eine Quatsch? Hä? Wie fährt denn der? Was ist denn das für eine Route? Ich hätte einfach gerade ausfahren können, so eine Scheiße. Oh, die Bäume müssen aber hier getrimmt werden. Oh, 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 oh. Junge, es wollen so viele Leute in meinen Drecksbus. Naja, ich bin ja auch lange nicht gefahren. Ich kann das schon verstehen. Ist der Bus voll? Da ist wieder so ein Freak. Immer gut rein in die enge Stube hier. Ist Platz für jeden, ne? Kuschel, kuschel. Kennt ihr noch diese Werbung von im Jamba Spar-Abo? Kuschel, 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 kuschel. Ich bin dein kleiner süßer Snuffel. Und ich hab dich so lieb, weil du mich heute verhaust. Ich stehe auf Schläge, das ist mein Kink. Rote Ampel wird ignoriert. Wir haben Geld. Wir sind reich. Wird grün, wird grün, wird grün, ist grün. Ich hab das im Gehirn drinnen gehabt. Dinge passieren. Aus meinem Mund kommt vieles rein, nichts geht raus. Nee, anders. Scheiße. So. Oh, hier wackelt's. Junge, der will schneller sein als ich. Der wird gerammt. Verpiss dich. Oh. Oh. Ja. Tschüss. Ah, Straße war Lasse. Ja, aber hier ist ja auch. Nee. Was beschwert sich auch keiner, ne? Ich kann ja hier machen, was ich will.
Ich habe ja trotzdem 600 auf der Uhr. Ja, ist eine tolle Fahrt wieder mal, muss ich sagen. Vermisst habe ich es nicht, aber es war ganz lustig bisher. Wenn du es auch lustig findest, dann abonniere doch gerne den Kanal, mach endlich deine Drecksglocke an und guck meine scheiß Videos, damit ich nicht nächste Woche beim Arbeitsamt stehe. Danke. Das ist alles schwierig hier. Sag mal, wie lange ist diese Drecksroute noch? Bin aber relativ noch just in time, ne? Und nicht Justin Gabriel. Ja, meine Witze sind die besten. Der Bauarbeiter kommt nicht mit, auf den Scheiß war. Du bleibst hier stehen. Ganz versauern. Ciao. Ist jetzt eine Strafe, weil ich nicht mitgenommen habe? Nee. Das war ordnungsgemäß. So. Oh, ist noch gelb, ist noch gelb. Ist... Ach du Scheiße, kotz mich selber an. So, ist hier Feierabend? Ja, weit ist aber nicht mehr, glaube ich. Ein, zwei Haltestellen und ist Feierabend, glaube ich. Ach so, die Scheiße. Ich glaube, wir sind zu spät. Ich weiß nicht, ob mir meine Anzeige hier vorne auch angezeigt wird, wenn ich bei der Endhaltestelle ankomme. Vermute es jetzt einfach mal. Oh, jetzt langsam abbremsen. Wir stehen hier direkt vor der Haustür. Ich habe mir das in Köln hier ein bisschen schöner vorgestellt. Dafür, dass die Grafik ja fantastisch ist. Ist das hier irgendwie noch nicht so fantastico? Tschüss. Keine Zeit hier. Oh, wir sind sehr schnell. Aber wir sind auch gut im Bremsen. Wir kommen schnell, aber wir können auch gut abbremsen. Mach die Schotten nicht. Lass mich jetzt nach vorn. So, das ist jetzt hier also so ein sogenannter Kreisverkehr. Ich weigere mich. Mit Recht. Da sind wir nämlich schneller am Ziel. Oh, hier will auch eine ganze Meute rein. Also wir kommen, glaube ich, über 1000 hier Geld. Ach, scheiße, jetzt wird den Bauarbeiter mitgenommen. Na gut, das passiert dem Besten. Ich glaube, wir sind aber jetzt bei der vorletzten, wenn ich das richtig deute. Aber diese Grafik, die ist fantastisch. Wir standen zu dir, FC Köln. Mein Arschloch tut weh von der ganzen Ehre in meinem Darm. Ich... halt mein Bier beim FC Köln. Die trinken ja gar kein Bier, die saufen nur Kölsch. Das schmeckt ja nicht nach Bier, ne? So. Guck mal, wie die hier reinkommen. Fühlen's richtig. So. Ja, guck mal, wir haben da so viele Knete am Start. Oh, ein GTA Vice City. Vice City. Seht ihr das? Junge, Junge, Junge. GTA Vice City. Vice City. So bin ich geil. FC Köln. Endstation, oder? Verspätung? Junge, deine Mutter hat Verspätung. Geil! Ja, das war Bus-Simulator irgendwas Driving. Schreibt mal in die Comments, wie ihr es fandet, ne? Und das, was ich am Anfang gesagt habe, alles machen. Abonnieren, liken, teilen, Mutter Bescheid sagen. Guck bitte meine Videos, sonst raste ich aus. Das will ich nicht. Tschüss!